guten Morgen YouTube. Schließlich ist es wieder mal am Start. Ich esse gerade Nudeln und bin alleine. Aber das macht nichts. Wir wollen jetzt mal wieder so richtig durchstarten und haben deshalb eine Fieber-Serie gestartet. Beim ersten Spiel ist uns WLAN unterlaufen, aber weil Yusuf wollte, dass es mit reinkommt, schneide ich schnell rein. Also, ihr seht das kurz. Das Zeug hat geleckt wie nichts. Gott sei Dank mussten wir bloß zur 60. Minute spielen und ja, da haben wir mit Bullenger ein bisschen durchgekommen mit Lucky und dann haben wir einfach nur reingeschossen. Ah, das richtige Spiel fängt jetzt gleich an. Ich wünsche viel Spaß beim folgenden Video. Und Lautstärke etwas runterstellen, könnt ihr eventuell etwas lauter werden. Ah, ich habe ja nicht so. Den habe ich, den habe ich. Jetzt dränge ich ihn weg. Ja, sehr gut. Und Doppel. Jawohl. Und gleich liegen. Oh! Oh. Gewinn des Kopfballduell. Nein, wir haben ihn, wir haben ihn. Alles cool. Pass ihn irgendwo hin, wo es sicher ist. Das war perfekt. Jetzt machst du. Nein! Was? Den hat er mit den Füßen gehalten. Den hat er mit den Füßen gehalten. Nee, nee, das war deine Hand. Ich schieb jetzt niemals auf mich hin. Nimm doch erstmal den Ball. Das ist kein Abseits. Oh, das war kein Abseits! Mann! Du bist viel zu aufgedreht. Das ist nur ein Spiel. Ja, es leckt aber nicht. Das macht ja, ist doch egal. Wir wollen unterhalten und uns nicht vollflamen. Ich möchte aber nicht unterhalten, indem ich auf den Sack krieg. Oh mein Gott, Alter! Ja. Oh mein Gott. Schöner Sweaty Pass war das. Nee, es geht auf deine Kappe. Ja, klar. Es geht auf meine Kappe. Du musst jetzt wirklich besser spielen. Ich muss besser spielen, ja. Dann erstmal, nee, gegen Lappal geht das nicht. Das wollte ich eigentlich nicht machen, das sage ich in der Regel Bescheid. Die Räume sind nicht da. Diese Dreiecksdinger! Du bist viel zu aggressiv, du nimmst das Spiel zu ernst. Mann! Das ist nur ein Spiel. Ob er das wirklich genauso gewollt hat, wir sind gefickt, wenn wir immer gegen die Goldteams spielen. Das ist so, wenn man spielt in FIFA 15 was verloren. Mach mich auf, ja, Katze, raus, machst mich sowieso nur nervös. Ab! Nee. Aber auf die Minimap geschaut. Was macht er? Was macht er in der 10. Liga? Ich check's nicht. Man steigt doch da auf. Man kann gegen Leute spielen, die gleich gute Teams haben oder so. Meine Fresse. Guck mal, wann den vorbeirennen kann. Natürlich. Oh. Hier der Ball. Oh nein, oh nein. So schlecht, es ist so schlecht, wie der spielt. Der denkt, das ist gut, aber der macht zwei Pässe einfach nur. Der macht zwei Hilfepässe. Und das ist das Problem, das stört mich. So eine Penner halten sich in der 10. Liga auf. Er kann durchaus gute Ecken sauber weggefaustet. Oh mein Gott, unser. Und Tor! Das tut mir jetzt schon weh, wenn ich das verarbeiten muss. Der fällt dahin, der Spieler, wie ein Behinderter! Der Keeper, von dem können wir gar nicht erst anfangen. Boah, der ist einfach hingefallen. Der ist am Pfosten hängen. Ja. Mann, ey, aber im Bronzeturnier, da findet man auch gute Bronzemannschaften. Man findet einfach. Man verliert einfach. Aber ich will ja nicht nur verlieren. Guck dir das an, diesem Lapper! Na komm, versuch an mir vorbeizukommen! Versuch's, Junge! Versuch's! Ah. Nischt es. Lappen. Oh, also ich wollte mal ein kurzes Zwischenkommentar abgeben. So langweilig und schlecht wie in dem Spiel. Geht's nicht weiter. Wir haben uns dazu entschlossen, jeder spielt immer eine Partie, weil das zweit nicht so funktioniert, weil wir unterschiedliche Spielertypen sind.
Aber bitte bleibt dran, die nächsten Spiele werden geiler. Versprochen. Ja, und zu meinen Nudeln ist jetzt noch ein paar leckere Chicken Wings dazugekommen. Schmeckt sehr, sehr lecker, die kann ich euch allen empfehlen. Aber bitte nicht in unserem Heimatort den NP besuchen, weil sonst haben wir keine Bananenmilch mehr. Tor! 1-0! Fatze! Ja. Ey, sogar ich schaff's nicht mehr. Bronze. Das können wir weiter natürlich ausführen. Wie man hier sehen kann, ist so ein Bronzespieler nichts im Vergleich zu einem Goldspieler. Es hat keine Bedeutung in den neuen FIFA 15 Generationen, ob man Skill hat. Denn man kann versuchen, was man will, der Ball geht nicht ins Tor. Dabei war das so schön gespielt. Der Punkt, um ein FIFA-Spiel zu gewinnen, der schießt alleine, ohne dass ich das mache! Ist ganz viel Glück. Aber Rudnitz gefällt mir schon ganz gut, der macht Druck. Ja, das ist ein Blondjob. Also nachdem wir jetzt hier von wegen Skill ein wenig erörtert haben, schießt jetzt Alex. Yeah! War das Müller? Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt gleich sehen. Der sieht mir aus wie Müller. Der ist groß. Das ist die Nummer 3, das ist Müller. Das war Müller! Der Innenverteidiger im Zentralen, Max Müller! Rupnitz. Haben wir Rupp hier draußen? Rupp, was macht Rupp? Ah, ruppartig den Ball verlieren. Sein flacher Bord. Oh. Ich wollte einen Schuss an. Ja, du wolltest schießen. Das war ein guter, nein, ich war ein guter Versuch. Das Tor ist bloß ein klein wenig weiter links und damit fällt auch schon das nächste Tor. Ja! Mann! Wie knapp und geil war das. Naja, gut, geil. Er wollte ihn grätschen, er hat's versucht. Aber ich dachte, ich versau den. Und es war die Führung. Es war die Führung. Und da fällt auch schon das nächste, ja. Schick. Ja? Also. Von unserem Blondshop? Also dieser Rudnevs, ich glaube, wir bauen uns... Ja, Klonadik Vita! Nee! Jawohl. Hier hat wieder Boulenga. Oh, er setzt sich durch. Mit all seinem Körper. Und spielt den Schindel mit auf Butin. Was macht jetzt unser herrlicher Butin? Oh, das war ein schöner Pass. Und Rudnevs mit dem nächsten Schuss daneben. Mit dem nächsten Schuss daneben. Aber Rudnevs, der hat einen Lauf. Er setzt die Akzente. Schau! Warum immer in Let's Play? Das hatte ich noch nie. Da ist der Ball, der kommt nicht ran. Oh nein. Oh nein. Ich komme jetzt erstmal mit Müller. Müller muss halt... Warum? Das ist mir noch nie passiert. Schau mal, der will den Ball holen, aber er kann nicht über die Bande. Vor allem sprinten die normalerweise nicht zum Ball. Und überwindbar, Alter, die Bande. Junge, guck dir, wie hoch sie ist, ey. Locker die chinesische Mauer. Okay, er hat noch 2 Versuche, das Spiel zu beenden. Und ich kann nicht auf Pause machen. Er sollte lieber beenden. Wir geben nicht auf. Nee, wir liegen vorne. Aber er hat nur noch einen Versuch, dann auf Stopp zu machen und zu beenden. Und wir können nicht. Und dann verwickeln wir uns in eine Endlosschleife. Nee, er beendet dann wahrscheinlich so das Spiel. Wir halten das durch. Wir haben Zeit, unsere Zuschauer hier ein wenig unterhalten. Das könnte ein cooles Video werden. Ich gehe mal mit Müller vor die Kamera. Bisschen Nahaufnahmen. Mal 1, 2, 3 Meter Sprints. Da wir nach da gucken, starten wir von links nach rechts. Und hopp! Okay, würdest du bitte mal Zeit messen? Wie Zeit messen? Na, wir können ja mal messen, was der so viel Antritt hat. Achso, wo ist mein Handy? Ich messe Zeit. Du musst den Antritt machen. Ja, stimmt. Hier ist die Stoppuhr. Oh nein. Okay. Mach dich bereit. Wir starten bis zu der Linie. Wir starten an der Linie und rennen bis zu der. Das sieht man gar nicht. Okay. Also wir überrennen 3 Felder. 3, 2, 1, los! Alter! Das ist aber auch. Das hat gepasst. Und? Habe ich zu viel versprochen? Also ich finde, das war ganz amüsant. Ich finde, wir haben ein schönes Tor gemacht mit Rudnitz.
Und das kann man auch immer mit reinnehmen. Ja, also das ist das letzte Mal, dass ich was dazwischen quatsche. Weil normalerweise wollten wir alles live machen. Aber das hat überhaupt nicht hingehauen. Weil wir ganz viele Aufnahmefehler hatten, aber der Fehler ist ausgemacht. Ich habe es herausgefunden und das wird nicht mehr vorkommen. In Zukunft wird es dann vernünftige Videos geben mit einer guten Quali, ohne Gelecke und vielleicht sogar ohne rumgeflamed. Naja, nee, das nicht. Aber wir werden auf jeden Fall noch viel Spaß haben in dieser Serie. Vielleicht möchte der Sebastian, unser drittes Mitglied, auch mal mitmachen, weil das, was wir hier aufgenommen haben, hört man ja, glaube ich, auch, ist alles mit aufgenommen. Und ach, jetzt habe ich mich wegen dem blöden Namen an den Chicken Wing verschluckt. Naja, also jetzt kommt das Final Match und ich sag Final, weil das Yusuf spielt. Und da geht es wirklich um alles. Da geht es um alles, da geht es um den Klassenerhalt in Liga 10. Also gebt euch das, gebt euch Yusuf Snoop Gameplay. Haut rein. Entscheidenden 3 Punkte für den Aufstieg. Na, erstmal für den Klassenerhalt, du dummer scheiß Dreckskommentator. Na, schieben wir gleich mal. Setzen wir gleich mal den ersten Akzent da. Übers Tor, aber das war der erste. Ich hab grad gar nicht hingeschaut. Abdullah. Der hat Abdullah am Team, Junge. Du musst immer den Spieler wechseln. Nein, das war gut. Oh nein. Naja, gut, machst du's gleich mal. Alter. Oh nein. Mann, hast du Kreis gedrückt? Na, das ist einfach, denn wäre deiner reingerutscht. Die rutschen hier. Keine Ahnung, ich hab einfach nur Computer, so einen schlechten Pass. Ich wollte den gar nicht dahin spielen. Na gut, 1-0. ein Lechleiter ist durch. Der muss. Der ist. Oh, meine Latte! Zu viel. Oh Mann, ey. Nein. Ja, okay, der war am Ball aus. Im Ausball. Higuain, der gefährliche Mann. Ah, Mist. Und Quagliarella, der noch gefährlicher ist. Oh. Und Abdullah, von dem wir gar nicht erst anfangen wollen. Sind die wirklich so gefährlich? Ja, der rennt doch einfach nur. Rennt an die Leute vorbei. Jetzt hör auf mit dem Scheiß, was macht der Typ? Der pisst mich an. Der pisst mich an! So billig frisst Yusuf das 1:1. Ist egal, mein Gott. Billig. Und so wird's weitergehen. Bei einem 5-1, 6-1. So wie es angefangen hat, hört's auf. Jetzt kommentieren wir ein Stück Scheiße. Ist alles ohne L2. So wie bei FIFA 14. Ich hab FIFA 14 nicht gespielt. Kein Abseits. Alter. Der hat's auch mit den Pfosten, der Lechleiter. Der hat's auch mit denen, so ein Pfosten. Der schießt immer gegen die Latte und gegen den Pfosten. Tor! Wir haben ein Tor geschossen. Jawohl, ja, Tor! Ja! Robert Lechner! Jawohl! Ja! Du mach was! Jawohl, beide sind hingefallen, ist neutral. Ja? Spiel die freien Leute sehr schön an. Jawohl! Und zieh zum Tor und zähl ihn ein! Ja! Mann, dann hättest du wenigstens mal in Ruhe. Mann, ich wollte ins lange Eck machen und ich hätte einfach ins kurze. Mann, ey, ein Ding und das Ding ist wieder ausgeglichen. Deshalb wollen wir ja raus da. Bitte mal einfacher. Und renn einfach vorbei. Und Doppelpass. Jawohl. Und jetzt ist er durch. Lechleiter, ganz unten. Ruhig, ganz ruhig. Flank den Ball. Oh. Ja! Vor allem flank den Ball. So richtig behindert. Schieß! Ja! Oh, der kam gut. Der kam aber gut. Oh. Und schick ihn! Schick ihn! Vielleicht leider schon an! Du musst weniger machen. Ja, du musst dir eigentlich. Ich finde es so geil, auf den Knopf zu pressen. Ja, weil du den immer so selten benutzt. Und Lupfer! Du bist ein Stück Jude! Drück doch einfach. Alter, das Ding übersteuert manchmal ganz schön. Okay. Nee, ich hab's ja gesehen. Vollsprit. Da! Renn doch nicht auf ihn rauf, ich kann das nicht! Was? Ja. Was soll ich machen? Ich kann das nicht! Du sollst da hinlaufen, wo die hinlaufen und nicht angreifen. Ich mach mal was längst. Ich mach einen Sweatinger. Jawohl! Du hast einen Sweatinger drin gemacht! Ja! Aber immer hast du ein bisschen wieder abgerutscht. Nein, ich muss das tun. Oh
Dreieck ist passend, vorhin? Nee, Dreieck nicht. Dreieck ist da falsch, leider. Du machst die Lücke auf. Du machst die Lücke auf. Alles okay. Weg, weg mit der Kuppel! Weg, weg, was? Nein! Warum zu dir? Oh nein, Josef. Oh, du bist so. Hau den Ball jetzt weg! Oh mein Gott, Alter. Ah! Was? Ja, es war so scheiße, was du da machst. Aber es klappt irgendwie. Jawohl. Der hat Euro. Mann, ich hab gewonnen. Ich hab schon.